Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Folge Asgard mit eurem Erik Vikingson. Ich mache jetzt noch ein bisschen Feuerholz, damit das Ding brennt und dann gehen wir los Richtung Skelette. Ich habe keine Lust mehr, heute noch eine Baufolge einzulegen. Irgendwann ist dann auch mal gut. Es reicht dann und dann gucken wir mal, was bei den Skeletten abgeht. Wir hatten die Nacht wieder im Blutmond. Der hat diesmal besser funktioniert, weil ich einfach auch in der Nähe stand. Aber meine Soldaten, ich weiß nicht, woran es liegt. Die brauchen 8 Jahre, bis sie checken. Oh, da sind ja Feinde. Oh, die greifen mich ja sogar an. Und dann werden sie getroffen. Dann rennen die erstmal weg. Ja. Und dann fangen die an und greifen an. Also das ist auch irgendwie, ich weiß auch nicht, ob das so richtig sein muss. Keine Ahnung. Für die, die es selber spielen, ihr könnt ja mal gerne eure Erfahrungsberichte da reinschreiben, ob das bei euch auch so ist. Ich habe keine Ahnung. Also die werden angeschossen, dann rennen die weg. Dann kommen die Typen, greifen dann die Häuser an und derzeit ist mehr kaputt, als das irgendwie ganz geblieben ist. Ich stand dort, habe dreimal draufgeschlagen, alles war gut. Keine Ahnung, was da immer los ist. So, jetzt machen wir, wie es doch die Holzkohle, Seil, langer Stock und so weiter für das Ding. Habe ich alles vorbereitet, können sie selber bauen. Die Betten da drin können sie auch selber machen. Wir gehen jetzt los und gucken uns das Ganze mal an. Richtung der Skeletttypen. Ich gehe auf jeden Fall bei unserer Eisenmine vorbei und hole Eisen, weil der meckert schon wieder rum, dass er kein Eisen hat. Als hätte ich was trinken können. Wir ernähren uns jetzt wieder von Bären. Das reicht uns vollkommen aus. Und ich bin froh, einfach heute mal wieder ein bisschen weg zu sein. Wir müssen ja noch ein bisschen erkunden, was die Map angeht. Da haben wir ja hier oben den ganzen Kram noch nicht. Ich würde sagen, das machen wir heute. Wir machen heute eine wunderschöne Map-Erkundung. Das letzte Kartenteil, was wir jetzt noch nicht haben, machen wir uns jetzt auf. Heute gibt es mal einen Kohl, Asgard. Hast du eigentlich noch nie einen Kohl gegessen, ne? In der Staffel. Dann ist es heute das erste Mal passiert. So. Er steht schon wieder rum. Er sagt mir bestimmt jetzt schon wieder, ey, ich habe keine Fackel. Dann kriege ich eine volle Meise. Hi. Boah, aber hier ist voll, ne? Schau das mal an. Was hast du denn? Ich brauche Fackeln. Weißt du was? Du gehst mir auf den Nerv. Mach dir deine Fackeln selber, ehrlich. Das ist unfassbar. Ey, unten habe ich gesagt, weißt du, die sollen Fackeln machen. Sie machen es nicht. Ich könnte mich da so aufregen drüber. Kannst du dir nicht vorstellen. So, jetzt hoffe ich, dass wir hier irgendwo den Kohl nicht haben. Hier verdorbene Lebensmittel, das verstehe ich einfach absolut nicht. So, warte, ich mache dir Fackeln. Bleib ganz locker. Es tut mir echt leid um dich, ganz ehrlich. Ich habe ja auch mega Mitleid, aber irgendwie, ihr müsst auch mal anfangen, euch selber zu helfen. Was fehlt denn jetzt noch? Nochmal. Ich muss kurz Flachs holen, warte. Man kommt hier nicht weg, ne? Du kommst hier einfach nicht weg. Ich würde gerne die Bärchen haben, danke. So, ich habe mir auch überlegt, ob wir, wenn wir den Steinjötün machen, ob ich da nicht einen Hammer mir bauen soll. Das wäre ganz cool, glaube ich. Habe ich schon bei dem Skeletttypen gedacht. Ich will erstmal gucken, wie der so ist und was der so drauf hat. Wenn er jetzt schwierig ist, rennen wir natürlich weg. Ob man überhaupt gepult kriegen, weiß ich auch nicht, weil das ging ja bisher die ganze Zeit nicht. Also wir waren jetzt schon auch öfters genug dort. Da war nichts mit Pullen. So. Dann kriegt er jetzt seine Fackel. Jetzt, wo ich es halt einmal sehe. Du brauchst die Fackel nicht immer gleich aus. Das nervt mich auch, ne? Manchmal kriege ich es gar nicht mit, ey. Da rennst du hier rum, denkst du ja, warum ist hier eine Fackel an? Es ist 13 Uhr und wir sind noch nicht weg. Das ist einfach der Wahnsinn. Du musst ja hier 20, 30 Leute beschäftigt haben, damit du irgendwas hinkriegst. Und dann ist es ja noch nicht mal gewiss, ob du es überhaupt hinkriegst. Das ist ja wieder das Nächste. So, wo bist du denn jetzt? Hier, Typi. Nimm die mit und keine Ahnung, ich gebe dir das jetzt auch noch hier. Mach, was du willst damit. So, auf geht's, tschüss. So, ich bin gespannt, ob wir jetzt bei dem Skeletttypen was finden. Er wurde erschreckt. Hat vergessen, dass die da drin hausen, der arme Kerl. Wo ist denn das Skelettding?
Weil da müsste eigentlich der Skelett-Nekromane eigentlich auftauchen. Warum er das bei mir nicht tut, weiß ich nicht. Wir müssen auf jeden Fall die ganze andere Map noch aufdecken. Das werden wir uns auf jeden Fall noch machen. So, die nehme ich jetzt mit. Ich werde mir, denke ich, auch noch mal ein paar Stöcke mitnehmen. Hier müsste ich eigentlich auch noch mal reinhacken, dass wir da noch mal zwei Stück kriegen. Ich wollte gerade sagen, hast du jetzt keinen mehr für mich? Das wäre jetzt der Wahnsinn gewesen. So, die rennen hier wieder rum. Jetzt ist für mich die Frage, was muss ich tun oder zerstören, dass der Typ kommt? Damit kann ein Werkzeug. Stehst nicht. Keine Ahnung. Irgendwas muss ja hier passieren. Noch einer rum. Also die Typen sind ja machbar, ne? Ich weiß halt nicht, was wir hier, wie wir den pullen können. Hier sagt er mir kein Werkzeug. Nö, jetzt sagt es nicht mehr. Es ist ja auch hier eine Art Endgegner. Der muss ja hier sein. Aber ich frage mich halt wirklich, wie wir den holen können. So. Ich würde jetzt aber sagen, dass wir jetzt hier uns nicht weiter aufhalten. Wir gehen. Was ist denn da oben? Schwache Fackel? Das interessiert mich jetzt aber mal sehr. Ich nehme das jetzt mal mit. Was soll denn das darstellen? Da kommt auf jeden Fall ein neues Feld. Guck dir das an. Krass, was er meint. Ich bin erschrocken. Hier kommt der Nekromane. Das ist das Große. Ich glaube, hier müssen wir die Typis wegmachen. Aska, Püppi. Du hast nicht viel Leben, ne? Geh mal kurz dich heilen. Das wäre nett. Aber da haben wir das Ding doch jetzt mal gefunden, endlich.
Komm ran hier. Das war ganz schön knapp. So, das Schild ist weg. Den haben wir auch. Jetzt frage ich mich echt, wann der kommen könnte. Haben wir den pullen können? Ich würde den ja gern pullen einfach erstmal, um zu sehen, was passiert. Oh, Schild ist weg. Jetzt liegt er im Dreck. So, Bogenschütze. Die nerven mich ziemlich. Oh, dann haben wir hier unten den Typi noch. Das war wieder, weiß ich nicht. Ach, hier, guck. Ich würde einmal gern erhaschen den Blick auf den Typen. So, und da haben wir noch eins. Ob das schon reicht. Jo. Da ist er. Boah, ist der krass. Ja, ist cool. Okay. Ach so, ja, gut, alles klar. Nee, nee, warte mal. Wenn das so läuft, möchte ich das so nicht haben. Naja, hast mir gezeigt, was du kannst. Ist in Ordnung. Wir sehen uns dann aber erst, wenn ich geheilt bin und es ist Tag. Aber jetzt wissen wir, wie er aussieht. Ich denke mal, die anderen Skelette müssen uns irgendwie egal sein. Wir müssen direkt gleich auf den drauf. Der ist ja jetzt von vornherein da, ne? Ist ja jetzt nicht so, dass er jetzt immer weg ist. Ich weiß aber nicht, ob ich den mit meinem Messer noch wegkriege. Was läuft denn da? Ja, was ist der Typ? Gott im Himmel. Kommt der einfach aus dem Nix angeschissen hier? So, ich würde sagen, wir decken uns auf jeden Fall das Ding auf mit der Fackel. Was haben wir hier? Nochmal ein Wolfsbau. Da hinten steht eine einfache Fackel. Soll ich das darstellen? Wieso steht hier ist doch keine Fackel? Leute, keine Ahnung, was das Symbol sein soll. Lass du mich bitte an? Strange. Okay, wir müssen den Typen auf jeden Fall machen. Das ist ja ganz klar. Der fehlt uns ja noch in der Sammlung. Zu Hause geht es auf jeden Fall voran. Das ist gut. Was ist los?
wie gesagt, heilen ist wichtig. Das müsste sogar reichen jetzt. Das geht weg und das geht weg. Das geht auch weg. So. Gut, wie gehen wir jetzt weiter voran? Das ist die Map. Wir wohnen da. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier in die Richtung. Ich finde, man sieht eigentlich relativ gut. Also wir haben auf jeden Fall den Skeletttypen gefunden. Da bin ich noch nicht, weiß ich noch nicht genau, wie wir es machen wollen. Jetzt haben wir nochmal ein Wulfa-Ding gefunden. Ja, ja, ist gut. So wichtig wäre für mich natürlich, dass wir vielleicht den Hammer noch hätten. Oh, sie stellen endlich diesen Stein auf. Ich bin begeistert. Ich meine, ich könnte ja meine Krieger mitnehmen. Das haben wir ja auch noch nie probiert, ne? Oh, ich dachte, jetzt falle ich runter. Ja, das können wir morgen mal probieren. Oder wenn wir jetzt schnell nach Hause kommen, vielleicht heute sogar noch. Zeit wäre ja da, ne? Ich überlege halt die ganze Zeit, wo wir damals das Jötun-Ding gefunden haben. Den Stein-Jötun. Haben wir dort. Da taucht einfach direkt mal was auf. Nochmal ein Bau. Ja, ist nochmal ein Bau. Also Wolfsbau hat es ja hier genug. Ist doch gut. Seid doch alle mal ein bisschen entspannter hier. Au, hier ist das Stein-Jötun. Gott sei Dank, wir haben den gefunden. Das wird heftig. Da bin ich halt auch gespannt, wie wir den pullen müssen. Beschwören. 5 Stück müssen rein und dann müssen wir den holen. Alles klar. Das ist dann das Ende. Gut, dann gehen wir jetzt nach Hause. Ich denke mal, ich werde zum Ende hin alle meine Leute, die ich habe, zu Kriegern umbauen. Und da werden wir hier den Typi angreifen. Das ist jetzt eigentlich auch... Oh, nee. Hier. Oh, so weit weg ist der ja dann gar nicht. Also es wird auf jeden Fall nicht mehr lange dauern, bis wir das machen. Da bin ich jetzt ganz ehrlich. Ich würde jetzt ehrlich gesagt noch... den Bogen, also die Bogenkaserne da abwarten. Dann würde ich sie eigentlich reinschmeißen und dann würde ich jetzt gucken, dass wir alles herstellen, was wir dafür brauchen. Schwerter, Hämmer und so weiter. Und dann gehen wir da rein. Das lasse ich jetzt auch gleich, glaube ich, machen. Also das werde ich jetzt so separat machen. Wir gucken jetzt mal, wir nehmen jetzt mal unsere Krieger mit, die wir haben. Mich ja gar nicht mitnehmen. Bin ja ein Blödmann. Die kann ich gar nicht mitnehmen, richtig? Oh krass, das Ding ist fertig. Need Fire for Ritual? Was bringt uns das Ritual? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oh, Mutter der Sonnengottes und Braut Odins. Ja,
Red weiter, Aska. Ach, das muss voll werden. Jetzt sehe ich's. Nee, jetzt haben wir einen Perk. Ein Massensegen, der einen starken Gesundheitsbonus und eine erhöhte Affinität für den Abbau von Holz und Stein verleiht. Heilt Erkältungen. Der lässt sich hier auch gerade berieseln. Ja, aber das ist ja nicht schlecht. Wie lange hält der an? Weiß keiner, oder? Gut, pass auf. Ist mir jetzt auch egal. Ich hole mir kurz was zu essen. Es ist nichts zu fressen da. Ist sie schon wieder nicht mehr am Jagen da hinten? Was ist denn hier los, ey? Das kann doch gar nicht wahr sein. Weil ich raff das nicht. Ich sag's euch gar... Hier stimmt was nicht, Leute. War hier ein Bär? Also was hier los ist, ich verstehe es nicht mehr. Ja, gut, das hat aber nicht lange angehalten mit dem Ritual. Das ist sehr merkwürdig. Ich überlege jetzt gerade, wie wir es angehen wollen. Was brauche ich denn für den Hammer? Dann muss ich erstmal zu ihm hier hingehen. Und muss ihn erstmal den Kram hier reinschmeißen. Das geht schon gar nicht mehr da rein. Ja, dann schmeiße ich das jetzt hier hin. Das soll er sich dann selber aufgeben. So, ich fütter schnell mein Wölfchen, weil ich das Gefühl habe, dass da auch nichts funktioniert so richtig. So, ein langer Stock fehlt da hinten noch. Dann sollte das eigentlich auch fertig sein. Ich weiß nicht, woran es da schon wieder liegt. Oh, wir sind auf jeden Fall dort und lassen sich berieseln. Das ist schon mal gut. So, was brauchen wir denn für den Hammer? Der Hammer macht ja am meisten Schaden. Um es jetzt mal durchzugehen. Am meisten Schaden macht ja eigentlich das Schwert, was wir haben, ne? Mit 11 und 17. Dann bräuchte ich eigentlich eher so ein Schild. Dann bräuchte ich Nägel, Holzschaft und das hier. Weißt du, was der mir baut? Ah, hier ist keiner, der mir was baut. Ah, oh, da müsste ich mir ein Schild bauen. Ich glaube, das wäre jetzt gar nicht mal so ungünstig. Nur, das habe ich ja da. Hier ist halt wieder gar nichts. So, ich brauche Nägel. Wie viel bräuchte ich denn jetzt? Also, ich brauche einmal... Entschuldigung, hier muss ich gucken. Ich brauche einmal das Ding. Da brauche ich 4. 5 Stück. Leute, machen das jetzt. Wir machen uns jetzt noch ein Schild. Oder wir fangen an mit dem Schild und gehen morgen zu dem Typen. Ich glaube, mit dem Schild bin ich ein bisschen bewaffneter. So. Also wir brauchen 5 Stück. Sind 4. Hier müsste noch einer drin sein, glaube ich. Nö. Dann liegt da oben aber noch einer.
Ich verstehe es absolut nicht mehr. Okay, pass auf. Dann machen wir jetzt erstmal unsere Eisenplatte. Richtig? Ich war da mein. Ja, gut. Anscheinend hat er das jetzt hier auch. Guck mal, wir haben drei Echse jetzt hier drin. Also, das reicht definitiv zu. So, wir brauchen jetzt diese Eisenplatte, ne? Um das Schild zu bauen. Wir gucken jetzt nochmal durch. Das ist das beste Schild, was geht. 300, 400. Warte mal, 400. 440. Dann ist das das beste Schild. Wir brauchen eine Eisenplatte. Gut. Dann werden wir uns die jetzt gleich schon mal herstellen. Hoffentlich hält der Hammer jetzt noch aus hier. So, dann haben wir das schon mal. Die Eisenplatte haben wir auf jeden Fall. Das ist gut. Was brauchen wir jetzt noch für das Schild? 7 Holzschafte. Kriegen wir das hin? Brauchen wir lange Stöcke, aber die sollten ja jetzt mittlerweile hier en masse sein. Sehr cool. Was ist los? Vier. So, 6 und dann brauchen wir noch den 7. So. Ich muss kurz was trinken. Und dann sind es noch. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann brauchen wir noch die 8 Fälle. Die 8 Fälle, die haben wir ja auch. Ohne Probleme. Die holen wir uns jetzt einfach hier drüben raus. 3 und 8. Das heißt, es fehlen uns nur noch die Nägel und dann haben wir das Schild und dann können wir mal gucken. Eventuell machen wir noch ein Schwert. Oder ich guck mal bei unseren Typis hier. Was hatten die Drudi? Die hat eine Keule. Oh, die nimmt die gar nicht. Pass mal auf, dann machen wir das so. Dann haben wir ein neues Schwert. Wenn die Drudi die Keule nimmt, dann sollte sie das tun. Ja, ja, mach ruhig. Alles gut. It's your life. So. Zack, zack. Das wollten wir auch machen. Wir haben hier. Ich bin ein geborener Jäger mit einem herzhaften Appetit. Ja, das ist schön für dich, Sonnenanbeter. Kälteempfindlich, das ist ja natürlich gar nichts, ey. Oh Gott, ey. Die sind ja komplett schlecht, die zwei. Ja, da hole ich jetzt keinen. Was brauche ich noch? Die Nägel, ne? Da müsste der jetzt mal Gas geben hier.
Ich da einen, den ich jetzt gerade abziehen kann? Ich glaube, den vom Hund, ne? Vom Zwinger, ja. Die Aufgaben kennen Sie ja mittlerweile. Oder habe ich einen, der tagsüber arbeitet, einen, der nachts arbeitet? Das passt. Leute, dann mache ich das Schild fertig und wir gehen morgen zum Skeletten, zum Nekroromanen von den Skeletten. Und dann gucken wir mal, was so abgeht. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss.